Es ist eigentlich, dass dieses Rezept die einzige Heilung ist für Griechenland und für Europa. Warum denn gibt es keine Success Story in Südeuropa? Das kommt darauf an, es gibt eine Success Story. Nur können Sie den Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, nicht so sehr diese Success Story im Augenblick begreiflich machen. Aber wenn Sie sich die Lage im griechischen Tourismus anschauen, dann ist es in diesem Jahr eine Success-Story. Es gibt sehr viel mehr Gäste in Griechenland als im vergangenen Jahr. Wenn Sie sich die griechischen Exporte in Länder, insbesondere außerhalb der Europäischen Union, anschauen, dann ist das eine Success-Story. Griechenland erwirtschaftet zum ersten Mal wieder einen Primärüberschuss. Das sind alles Teile einer Success-Story. Nur, noch einmal, ich verstehe, für die Menschen, die von dieser Krise betroffen sind, die keinen Arbeitsplatz haben, ist das, kann man nicht sagen, das ist eine Success-Story. Da ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Aber so geht es in wirtschaftlichen Krisen, dass man Schritt für Schritt die Probleme aus den Fehlern der Vergangenheit bereinigt. Und dann kommt auch der Ertrag, der Erfolg für alle Menschen. Das ist in anderen Ländern auch so. Schauen Sie, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass Lettland in die Eurozone beitritt. Lettland hat Anpassungsmaßnahmen ergreifend durchsetzen müssen. Die sind viel härter gewesen als alles, was Griechenland in den letzten Jahren erleiden musste. Aber das ist der Preis, um eben dauerhaft in eine prosperierende Wirtschaft zu kommen. Herr Schäuble, und wie kann man erwarten, dass strukturelle Reformen in Gang gesetzt werden in dem Moment, wo die Regierungen in Südeuropa destabilisiert sind wegen der Krise und sozialen Spannungen? Beunruhigt sich nicht die Verstärkung der extremen populistischen Kräfte in Europa? Na, zunächst einmal habe ich einen großen Respekt davor, dass die griechische Bevölkerung im vergangenen Jahr in zwei Wahlen, aber dann in der zweiten Wahl sehr klar zum Ausdruck gebracht hat, wir möchten eine stabile Regierung, die diesen Weg geht, dass wir als Mitglied der gemeinsamen europäischen Währung auf einen Pfad einer soliden, dauerhaft stabilen wirtschaftlichen Entwicklung kommen. Das ist ein anstrengender Weg, aber dafür hat sich das Volk, die Griechen, in einer deutlichen Mehrheit in den Wahlen im vergangenen Jahr entschieden. Und das ist entscheidend. Die Mehrheit entscheidet. Ich habe einen großen Respekt vor der Reife, der demokratischen Reife der Griechen. Herr Schäuble, Sie haben oft in der Vergangenheit Stellungnahmen abgegeben, die die griechische Bevölkerung als beleidigend und Autorität empfunden hat. Also das hatte zum Resultat, dass Wolfgang Schäuble heute ist vielleicht die unsympathischste Person in Griechenland. Also wie fühlen Sie sich damit? Und im Nachhinein, glauben Sie, dass es ein Fehler war? Ich kenne keine Stellungnahme von mir. Sie müssten mir eine zeigen, in der ich jemals Griechenland oder die Griechen beleidigt habe. Das sind Vorurteile, die in der Presse völlig falsch geschrieben werden. Ich kann verstehen, dass wenn in Griechenland gesagt wird, wir müssen diese Sparmaßnahmen machen, weil sonst Europa uns nicht die nächste Tranche des vereinbarten Hilfsprogramms ausbezahlt, dass man dann sagt, wir machen diese Sparmaßnahmen wegen Europa. Und dann schaut man gerne auf den deutschen Finanzminister. In Deutschland, Sie werden keine Äußerung von mir finden, in der ich jemals Griechenland oder die Griechen beleidigt habe. Das ist ein grobes Missverständnis, was leider in einigen griechischen Medien aufrechterhalten wird. Man muss man leben in der Demokratie, aber es betrifft mich deswegen nicht, weil mir nichts ferner liegt, als Griechenland oder die Griechen zu beleidigen. Zum Beispiel, eine Stellungnahme, die gestört hat neulich, hatte mit der Kriegsreparation in Frage und der Kriegsanleihe zu tun. Zwei verschiedene Fragen natürlich, aber über die Anleihe. Sie sagen, und das ist richtig, dass Griechenland die europäischen Kredite zurückzahlen muss. Zugleich aber lehnen Sie die Zurückzahlung der deutschen Schulden auf der Besatzungszeit ab. Ist das logisch? Logisch ist das sicher. Aber zunächst einmal muss man wirklich die beiden Dinge voneinander trennen. Was die Ersatzansprüche, Reparationen für den Zweiten Weltkrieg anbetrifft, ist die Frage nun wirklich rechtlich seit dem Londoner Schuldenabkommen und seit dem 2+4-Vertrag im Jahre 1990 und dem entsprechenden OSZE-Abkommen
gelöst. Dem hat auch Griechenland zugestimmt. Das ändert aber nichts daran, dass wir Deutsche uns unserer Vergangenheit stellen müssen. Vielleicht haben wir das gar nicht in einem ausreichenden Maße in Griechenland getan. Wir bemühen uns überall, wo wir wissen, was Deutsche angerichtet haben im Zweiten Weltkrieg, sichtbar zu uns dieser Verantwortung zu stellen. Ich glaube, wir haben mehr als andere Völker uns unserer Vergangenheit gestellt, die eine auch unvergleichlich schreckliche Vergangenheit ist. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Wir stellen uns unserer Vergangenheit. Und wenn es da in Griechenland, wenn wir das nicht ausreichend getan haben, dann werden wir das auch heute und in der Zukunft tun. Dafür bin ich sehr. Aber die Frage der Reparation ist wirklich geregelt überall in Europa. Und das sollte auch Griechenland, das sollte auch niemand in Griechenland die Dinge miteinander verwirren. Aber es ist nicht nur Reparation, es ist auch die Kriegsanleihe. Wir haben die Fragen der finanziellen Forderung aus dem Zweiten Weltkrieg, die ist abschließend geregelt. Wir haben vor einiger Zeit auch die letzten Verbindlichkeiten Deutschlands aus dem Ersten Weltkrieg, der übrigens vor knapp 100 Jahren zu Ende gegangen ist, bezahlt. Also wir haben unsere Verpflichtungen erfüllt, alle, die es gibt. Und deswegen glaube ich, es hilft uns nichts, die Frage des Zweiten Weltkriegs jetzt zu einer Frage juristischer Reparationsforderung zu machen. Die Frage der moralischen Verantwortung ist eine ganz andere. Dazu stehen die Deutschen auch in dieser Generation, auch diejenigen, ich bin ja einer schon der Älteren, aber meine moralische Verantwortung persönlich ist auch eine begrenzte. Ich bin 1942 geboren, aber das ändert nichts daran. Wir stehen zu unserer politischen, geschichtlichen, moralischen Forderung. Also Sie aber haben die rechtlichen Fragen sind irgendwann einmal abgeschlossen worden. Griechenland hat dem zugestimmt, wie alle anderen Staaten der Welt auch. Und deswegen sind sie auch erledigt. Also Sie haben nichts mit der griechischen Regierung zu diskutieren über dieses Thema? Nein, die Rechtsfragen sind abschließend geklärt. Das weiß jeder, das weiß jede griechische Regierung. Und deswegen ist das auch kein Thema. Herr Minister, es ist gesagt worden, dass Sie damals für den Austritt Griechenlands aus der Eurozone waren. Ist das wahr? Nein, das ist falsch. Ich habe im Deutschen Bundestag gesagt, es ist eine Entscheidung der Griechen, des griechischen Volkes. Wenn sie in Euro verbleiben wollen, werden wir sie dabei unterstützen. Wir glauben auch, dass das die richtige Entscheidung ist. Wenn Griechenland sich anders entscheidet, werden wir das auch respektieren. Und auch dann bleibt Griechenland ein Teil Europas und wir werden Griechenland unterstützen. Wir werden jede Entscheidung des griechischen Volkes respektieren, die Griechen selbst und niemand anders entscheidet das. Also glauben Sie, dass heute diese Wahrscheinlichkeit noch besteht oder Grexit ist dead? Nein, ich sagte ja, ich habe mit großem Respekt zur Kenntnis genommen, dass das griechische Volk im vergangenen Jahr in zwei Wahlen, das war ein bisschen kompliziert, das hat ein bisschen Unruhe in die Finanzmärkte gebracht, aber seit den Wahlen im Juni ist es ganz klar, das war doch eine klare Entscheidung der Mehrheit des griechischen Volkes. Wir möchten alles tun, um in der Eurozone zu bleiben. Und wenn Griechenland seine Verpflichtungen erfüllt, dann werden wir, Partner in der Eurozone, alles tun. Wir stehen zu unseren Verpflichtungen. Wir lassen Griechenland nicht alleine. Und wenn wir zusätzlich helfen können, auch bilateral zwischen den einzelnen Ländern und Partnern, dann tun wir es. Das genau ist der ausschließliche Grund meines Besuches heute.